Gleich in den TV Berlin Nachrichten. Senat will gemeinsame Strategie gegen kriminelle Clans. Miete drückt Haushalte unter Hartz-IV-Niveau und das Wetter, es bleibt grau in grau und regnerisch. Nur am Freitagnachmittag besteht die Chance, dass der Regenschirm mal nicht aufgespannt werden muss. Und damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Donnerstag, den 25. Oktober 2018. Der rot-rot-grüne Senat will mit einer gemeinsamen Strategie den Druck auf kriminelle Mitglieder arabischstämmiger Großfamilien erhöhen. Am Freitag kommt dazu erstmals eine Runde mit Vertretern mehrerer Senatsverwaltungen zusammen, wie die deutsche Presseagentur aus Senatskreisen erfuhr. Dabei solle es um unklar oder illegal erworbenes Vermögen gehen, sowie um Wege, abgeschottete Strukturen aufzubrechen. Nach dpa-Informationen werden die Ressorts Innen, Justiz und Finanzen sowie die Staatsanwaltschaft vertreten sein. SPD-Innensenator Andreas Geisel hatte zuletzt im Innenausschuss gesagt, die Bündelung von Kompetenzen und Ressourcen sei der Schlüssel im Einsatz gegen kriminelle Mitglieder arabischstämmiger Clans. Die Miete drückt mehr als 1 Million Haushalte in Deutschland, einem Gutachten zufolge, unter Hartz-IV-Niveau. Wie aus einer Untersuchung im Auftrag des Sozialverbands Deutschland hervorgeht, müssen Ärmere gemessen am Haushaltseinkommen außerdem deutlich mehr für das Wohnen ausgeben als Normalverdiener und Reiche. Die Mietpreisentwicklung vertieft die soziale Spaltung in unserer Gesellschaft, kritisierte Verbandspräsident Adolf Bauer. Die Hälfte der Miethaushalte in Deutschland wendet der Untersuchung zufolge mindestens 29% ihres Nettoeinkommens für die Bruttokaltmiete auf. Bei Geringverdienern mit weniger als 1.300 Euro Haushaltseinkommen liegt dieser Anteil bei 46%, also erheblich höher. Wer dagegen netto mehr als 4.500 Euro im Monat zur Verfügung hat, muss nur noch 17% für das Wohnen ausgeben. Das Gutachten stützt sich auf Daten aus den Jahren 2014 und 2015. Unter dem Motto "Brich mit der Vergangenheit, schau in die Zukunft" sind am Donnerstag Vertreter von Start-ups, digitalen Unternehmen und Marketing- und Medienexperten zur Scale 18 zusammengekommen. Schwerpunkt der diesjährigen Konferenz im Radialsystem war die Zukunft von Marketing und die damit verbundene Herausforderung, die Lücke zwischen alten und neuen Ansätzen in Marketing, Medien und Technologie zu schließen. Doch auch über Diversität in Unternehmen wurde diskutiert. Wie schaffen wir es eben, Leute besser in Unternehmen zu integrieren, eben von autistisch oder andere Themen, Sexualität, Gender, Frauen, also wie kriegen wir das noch besser hin? Und da glauben wir dran, dass das essentiell wichtig ist, weil, wie wir auch gesehen haben, dass es eben das ist kein Widerspruch, im Gegenteil, das ist eine Bereicherung und dadurch werden Unternehmen erfolgreicher. Und da versuchen wir halt auch Impulse zu setzen hier auf das Scale. Die Konferenz wurde vor 4 Jahren von DCMN gegründet. Das Berliner Marketingunternehmen unterstützt Start-ups und digitale Unternehmen mit Wachstumsstrategien. Und wir kommen zum Sport. Zweifelsfrei hat der 4:0-Sieg von Borussia Dortmund gegen Atletico Madrid nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa für Aufsehen gesorgt. Der Tabellenführer der Bundesliga erzielte im Schnitt pro Spiel 4 Treffer. Und so lautet im Lager von Hertha BSC derzeit die Frage, wie kann man die Offensivkraft des Teams vom ehemaligen Hertha-Trainer Lucien Favre eindämmen? Wir haben allen Grund, auch selbstbewusst nach Dortmund zu reisen. So wie Paul das sagt, wir haben in den letzten Spielen dort immer auch unsere Gelegenheiten gehabt. Wir haben gegen große Mannschaften in dieser Saison auch schon herausragende Leistungen gebracht und das kann ich versprechen, das werden wir am Samstag in Dortmund auch versuchen. Dass mit Lucien Favre ein ehemaliger Hertha-Trainer nun Trainer in Dortmund ist und dies sehr erfolgreich, soll aber im Vorfeld nur eine Randnotiz bleiben. Ich glaube, das ist schon ein anderer Lucien Favre, wie damals hier war. Ich glaube, damals hier, das war Bundesliga neu für ihn. Das war ein Anfang. Und ich glaube, er hat sehr viel entwickelt. Hat man auch schon damals in Gladbach gesehen, wie er arbeitet und jetzt auch in Dortmund. Und ich glaube, das ist schon ein anderer Trainer wie damals hier.
Nachdem die Basketballer von Alba Berlin am Dienstag im Eurocup mit einem 82-68 über AK Gdynia ihren 7. Sieg im 8. Saisonspiel feiern konnten, will das Team von Coach Aito in der Basketball-Bundesliga an den außerordentlich erfolgreichen Saisonstart anknüpfen. Am Freitag empfangen die Albatrosse in der heimischen Mercedes-Benz-Arena die MAP-Riesen Ludwigsburg. Die Schwaben in der vergangenen Saison Albas Gegner im Playoff-Halbfinale kommen mit zwei Ex-Berlinern, Bogdan Radosajewitsch und Konstantin Klein, nach Berlin. Umgekehrt freut sich bei Alba der von seiner Verletzung genesene Johannes Thiemann auf das Wiedersehen mit seinem letztjährigen Team. Wir treffen am Freitag auf eine Mannschaft, die vor allem defensiv sehr stark ist. Sie spielen dort mit einer exzellenten Einstellung und viel Intensität. Im Angriff zeichnet Ludwigsburg aus, dass sie viele Offensiv-Rebounds holen. Da sind sie eine der besten Mannschaften der Liga. Insgesamt erwartet uns ein hartes Spiel gegen einen Club, der nicht umsonst letzte Saison bis ins Halbfinale gekommen ist, analysiert Coach Aito den kommenden Gegner. Angeführt von Rob Sepp und Sven Felski werden am kommenden Sonntag jede Menge echte All-Stars um 13 Uhr auf das Eis der Mercedes-Benz-Arena laufen. Sowohl im Kader der Eisbären-All-Stars als auch in jenem des russischen Teams von Gazprom Export Hockey liest und hört man viele hochdekorierte Namen. Das Berliner All-Star-Team ist eine Mischung aus ehemaligen Eisbären-Spielern und Ex-DEL-Stars, die gemeinsam über 9000 DEL- bzw. Erstligaspiele während ihrer aktiven Zeit bestritten. Im Tor wird sich Rob Sepp mit seinem 2013er Meisterpartner Sebastian Elving abwechseln. In der Verteidigung stehen dem Ex-Eisbären-Brüderpaar Nico und Danny Püker sowie Verteidiger Haudegen Thorsten Deutscher, die DEL-Legenden Mirko Lüdemann, Michael Bresak, Andreas Renz, Tino Boos und Martin Antschicker zur Seite. Im Sturm finden sich mit Daniel Kreuzer, Herbert Vassiljevs und Günther Oswald ebenfalls absolute DEL-Ikonen. Dazu kommt die obligatorische Ziesche-Reihe der Brüder Steffen und Jens mit dessen Sohn Markus und zum Beispiel auch die Ex-Eisbären-Stürmer Niklas Hede, Guido Hiller und Romit Masche. Und damit sind wir bei den Wetteraussichten. Heute Nacht ist es in weiten Teilen bedeckt. Örtlich kann auch der ein oder andere Tropfen dabei sein. Die Tiefstwerte liegen bei 8 Grad. Auch am Freitag ist es durchgehend zugezogen. Zudem fällt vor allem der Morgen vielerorts verregnet aus. Im Verlauf geht die Niederschlagswahrscheinlichkeit aber zurück. Das Quecksilber steigt noch einmal auf bis zu 13 Grad an. Und der Ausblick: auch in den kommenden Tagen präsentiert sich die Hauptstadt grau in grau. Am Wochenende lässt sich zwar wenigstens ab und zu die Sonne blicken, die meiste Zeit bleibt es aber dicht bewölkt. Und fällt der Sonnabend noch halbwegs trocken aus, sollte man das Haus am Sonntag nicht mehr ohne Regenschirm verlassen. Zudem zeigt der Temperaturtrend nach unten. Am Wochenende liegen die Höchstwerte bei 9 Grad, am Montag nur noch bei 5 Grad. Das waren die Nachrichten für heute. Ihnen noch alles Gute und bis morgen.